No gunshots, but they getting low, low, low. Hi Leute und herzlich willkommen dieses Mal zu kein Let's Play, sondern zu einem Unboxing des Rocket Ungespielt Edition Taito. Ja, also ich habe es mir jetzt bestellt für 15 Euro. Und ja, hier kann man fühlen wie die Unterseite und die Oberfläche. Ja, gut, machen wir es mal auf. Ich habe hier die Teile schon durchgeschnitten, weil es sonst so schwer aufgeht. So, dann holen wir es mal raus. Also, erstmal zur Verpackung. Hier der Onkel spielt. Hier hat er das Mousepad entworfen. Hier sieht man von normalen Taito das obere und das unter, also in Zoom des, keine Ahnung, ja, also beides hingezoomt, unten und oben. Hier oben, nee, unten ist das und das ist oben, glaube ich mal. Und dann, ja, kommen wir mal zum Mousepad. So. Das Mousepad ist 400 mm, glaube ich, lang und, warte, ja, 400 mm lang. Und die Breite weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwas mit 300. Ja. Hier ist es schon hin. Ja. Mach mal Licht. So. Da, wenn ich jetzt mal meine Maus drauf lege. Ja, schon groß. Okay. Gerade. Dann auch zeige ich euch mal hier meine Tastatur. Ja. So. Die Rocket ISQ. Die hat 80 gekostet. Ja. Also hier das Mousepad, das fühlt sich auch ganz schön an. Dann hier steht Taito, Rocket Taito, ungespielt, 3 mm. Das ist halt hoch, dick. Dann hier ungespieltes Logo. Dann hier steht ungespielt Edition. Und ja, das war's auch schon mit dem kleinen Unboxing von ungespielt Edition Taito. Ciao!